Im Rahmen des Projektes 100 Jahre Kriegskind zeigen wir Ihnen Menschen, die Kriege oder bewaffnete Konflikte persönlich erlebt haben. Diese Menschen berichten von ihren Erfahrungen, ihren Ängsten und ihren Hoffnungen, die sie während und auch nach dem Krieg haben. Mein Name ist Shekmon Shibankeda. Ich heiße Sie herzlich willkommen und begrüße Sie zu unserem Dokumentarfilm Gespräche mit Zeitzeugen der letzten 100 Jahre. So, kommen wir zu ein paar allgemeinen Fragen. Vielleicht verraten Sie uns erstmal, wie Sie heißen. Ich heiße Sigrid Probst. Schönen guten Tag, Frau Probst. Grüße Sie. Verraten Sie uns auch, wie alt Sie sind, Frau Probst. Ich bin jetzt 83 Jahre alt. 83 Jahre. Und aus welcher Stadt kommen Sie? Oder aus welchem Land? Und welche Stadt genau? In Braunschweig ist meine Stadt geworden. Geboren bin ich aber in Istanbul. In Istanbul. Und wie kommt es, dass Sie in Istanbul zur Welt gekommen sind? Ja, mein Vater hat dort 11 Jahre gelebt, eigentlich meine Eltern, und dort gearbeitet und Mühlen, Silo und Speicher gebaut. Mhm. Und wir drei Kinder, meine älteren Geschwister, sind Zwillinge, wir sind alle drei in Istanbul geboren. Und dann wurden meine Geschwister Schulkinder und dann haben meine Eltern eines Tages gesagt, jetzt nach 10, 11 Jahren ist es gut, jetzt gehen wir nach Deutschland zurück. Okay, wissen Sie, in welchem Jahr das war? Ja, das war 1937. 37. Ich war also ein kleines Mädchen. Mhm. Und ich meine, 37, das war ja dann auch schon, ich sag mal, kurz bevor der Krieg losging. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit Ihrer Kindheit, nachdem Sie dann wieder in Deutschland relativ waren? Relativ schnell wurde mein Vater eingezogen. Das war eigentlich das Erschreckende. Denn der Krieg gegen Polen hat angefangen, können sich aber ausrechnen. Mhm. Und sie brauchten genau diese Leute für ihren Kriegszug. Mhm. Nicht mit der Waffe in der Hand, sondern die mussten, was die vorher zerschossen hatten, die Armee, das mussten die dann wieder aufbauen. Mhm. Denn die brauchten Öl und was alles. Schwierig. Wir kriegen das mit, dass auch eine Familie, irgendwie aus dem Saarland hieß es, die wurden eingewartiert in die Häuser. Also es kam Bewegung und die ersten Bomben fielen. Und wir mussten in einen Keller, klar ausgebaut mit Gasmaskenübungen, die Kinder. Und das hatte schon was sehr Bedrückendes. Zu den ersten Bombenangriff sind wir noch hingelaufen und wollten das sehen. Kleine Schulkinder wollten das sehen. Also erstmal was Aufregendes für Sie. Okay. Und Sie waren dann in der Schule im Keller oder mit der Familie? Das war jedes Haus, musste irgendeine Notunterkünfte, es mussten Notunterkünfte zur Verfügung stehen, das waren meistens die Keller, nicht? Mhm. Und wenn ich fragen darf, haben Sie Bekannte oder Angehörige im Krieg verloren? Na klar, mein Vater hatte eine weitläufige, eine große Familie auf dem Land, denn er kommt aus einer alten Wassermühle. Dann fehlte ein Neffe, dann war der gefallen und mein Vater, dann verschärfte sich das mit dem Russlandkrieg, brauche ich nicht aufzuzählen. Am Ende stand Stalingrad und wir wussten alle gar nicht mehr, wo ist der Vater eigentlich. Und er war dann verschwunden. Keinerlei Post kam dann auch nicht mehr. Und mein Bruder war in einer anderen Schule im Harz, meine Schwester ebenfalls wieder in einem anderen Ort, Hohe Geist, da wurden die Oberschulmädchen einfach in alten Hotels einquartiert und wir saßen auf dem Dorf, das habe ich noch nicht erzählt, wir mussten dann die Stadt verlassen. Wegen der Bombenangriffe mussten eigentlich alle Familien mit Kindern und wer Tante, Onkel, irgendjemand hatte auf dem Dorf, die konnten dahin. Und die anderen wurden manchmal auch Gruppen, kleine Mädchen, irgendwo untergebracht in Familien auf dem Land. Okay, und da wussten dann die Eltern teilweise gar nicht Bescheid, wo die Kinder sind? Doch, das wussten die Eltern, das war alles geordnet. Aber der Grund war halt, auch in allen großen Städten, die bombengefährdet wurden, der Krieg lief schon, die durften nicht in den Großstädten bleiben. Mhm. Das war das Ziel. Ja. Und wenn Sie sich jetzt an Ihre Kindheit zu der Zeit des Krieges zurückerinnern, was war für Sie die schlimmste Erfahrung, die Sie gemacht haben? Oh, jetzt gehen wir gleich ins Schlimmste. Also Sie müssen sich vorstellen, aus einer gefährdeten Großstadt wie Braunschweig mit, ja, es war klar, hier waren 5 Flughäfen, glaube ich, in Braunschweig. Und das waren ideale Start- und Landemöglichkeiten. Hier in Braunschweig war Rüstungsindustrie auch noch. Aber wir waren ja auf dem Dorf. Wir waren auf einem kleinen Dorf, das ist mein Dorf geworden, behaupte ich heute noch, geschützt. Und dann eines Tages wird dieses Dorf
mit einem Bombenteppich überzogen. Und das ist eigentlich das Irre an meiner Geschichte. Meine Mutter, nachts ging die ersten Bomben hoch. Wir wohnten wunderschön an diesem kleinen Dorfmarktplatz, ein Haufendorf. Und taghell war der Himmel. Mhm. Und meine Mutter schrie nur noch raus, runter irgendwie, mit Nachthemd und was wir so hatten. Und dann fielen die Bomben auf unseren Marktplatz runter. Das Dorf ist bombardiert. Der nördliche Teil des Dorfes, also ein Drittel, wurde schwerst bombardiert und hinter unserem Haus ging das eigentlich richtig los. Aber wie genauso hätten wir dran sein können. Es war ein Zufall, dass da los war. Und die Katastrophe war, wir waren ja gar nicht geschützt und vorbereitet. Wir wollten auch in den Dörfern, mussten die Bauern so komische Erdbunker bauen. Ich war ein Mädchen von 8, 9 Jahren, ich habe gedacht, was soll denn das halten? Musste aber jeder Bauer machen. Und wir kriegen doch hier nie einen Bombenangriff, er soll denn auf dem Dorf los sein. Und dann wollten wir in den Keller runter. Oben ist mir der polnische Fremdarbeiter, 16-jähriger Junge, wie eine Kugel runtergeflogen. Und dann wollten wir auf den Hof, meine Mutter kehrte nochmal um und holte irgend so ein kleines Köfferchen, da waren die Dokumente drin. Und dann schrie sie im letzten Moment nicht über den Hof, sondern in diesen Keller. Was war das für ein Keller? Also mit so kurzen Baumstöpfen unterstützte auch Raum, Flachraum. Und da sind wir runter und wenn wir das nicht getan hätten, wären wir auf dem Hof oder auf dem Weg zu diesem anderen Bunker erschlagen worden. Okay. Und auf dem Hof, zu diesem Hof, muss ich erklären, es war mal eine ehemalige Gastwirtschaft, da gab es einen Tanzsaal, also in einem schlechten Zustand. Für mich war der Wind schief, alt, und da waren 45 russische Kriegsgefangene untergebracht. Und das Schreien dieser Männer habe ich heute noch im Ohr. Das ist schon erschütternd. Okay. Die waren voll diesem Bombenangriff ausgesetzt. Dann fragt man sich, ach, Sie wollen sicher nicht was fragen. Ja, nee, dann erzählen Sie ruhig weiter. Ja, die Frage steht an, warum dieses Dorf, wieso erleben wir hier einen Bombenangriff? Und dann wurde uns viele Jahre später, also überhaupt erst erklärt, in einem halben Kilometer im Tal, das liegt bei hinter Nordenhardenberg, gab es ein Kali-Salzbergwerk, ein Kali-Werk. Und das hieß für uns absolut Verbot zu betreten, auf die Halden aufzuklettern. Und die russischen Kriegsgefangenen wurden jeden Tag abgeholt, darunter gebracht und unter Bewachung wieder aufgeführt. Ich sehe die auch noch mit ihren langen Mänteln. Hm. Und wir haben gefragt, was machen die da eigentlich? Dann hieß es, die sollen da unten was aufräumen, da wurde nichts mehr produziert. Die sollen da aufräumen für ihr Essen, für ihre schlechte Suppe, die sie im Waschkessel bei uns kriegten, die sollen aufräumen. Es wurde immer nur gesagt, und jetzt kam später dann eben raus, der englische Geheimdienst hat herausgefunden, dass dort Teile der Wunderwaffe V1 gebaut wurden. Und die bei uns, einen halben Kilometer im Tal. Und die russischen Gefangenen haben daran gearbeitet? Der englische Geheimdienst hat es gewusst und hat die Bomben etwas einen halben Kilometer anders noch abgeworfen, hat das Werk nicht getroffen. Ach so, okay. Aber wir haben es abgekriegt. Also das gab es nicht so oft im letzten Krieg, also voll dieses ganze Elend. Also Sie waren unglücklicherweise genau in dem Dorf, wohnen ja, Kilometer das weiter. Das ist eigentlich der helle Wahnsinn. Ja. Ja, die Kriegsgefangenen erlebt und auf dem Hof waren, wir waren da kaum angekommen, kam eine 16-jährige Polin an, ein sehr niedliches Mädchen, sie hieß Marianne, und dann später, ein halbes Jahr später, der Mertrek. Und da fragt schon ein Mädchen, warum sind die denn hier, nicht bei ihren Eltern? Ja, das waren die verschleppten Jugendlichen aus Polen, aus den Familien rausgerissen, um in Deutschland auf den Dörfern Landarbeit zu machen, verschleppte Zwangsarbeiter, weil die Männer ja Soldaten waren. Hm. Also das Zusammentreffen, die Kriegsgefangenen, die polnischen jungen Leute und dieser Bombenangriff auf dem Dorf, mit allem drum und dran, dieses Elend eines Angriffs, es stank nur noch, der Himmel war nur noch knallrot, es stank nach Blut und verquollenen
toten Tier. Und da mussten wir Kinder dann am nächsten Morgen mithelfen, ob wir noch Leben finden konnten. Ach du Heiliger. Also meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, ob Sie sich an etwas erinnern können, was Sie bis heute noch, was Ihr Leben bis heute noch beeinflusst. Also mit ganz mit Sicherheit dieses Ausgeliefertsein, ohne sich wehren zu können, das ist ja Krieg. Ja. Nicht? Und dass Menschen das bestimmen, die meiner Meinung nach ja, Verbrecher sind. Verbrecher, aber das machen die ja nicht alleine, darum sammeln sich ja Klicken Menschen mit so einem Anspruch, dass sie die Welt ihnen gehört. Das ist der Wahnsinn. Und das sehe ich heute weiter. Wenn Sie mich gleich fragen, dann bin ich ziemlich traurig, wütend, ärgerlich, alles zusammen, dass die Menschen nichts lernen. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Was können wir heute als Gesellschaft dann besser machen oder anders machen, damit wir sowas nicht noch machen? Ich erzähle Ihnen noch, dass ich das Schreien der Russen nicht vergesse. Die ersten Flüchtlinge kamen durchs Dorf mit all dem Elend, erst mit zwei Pferden, dann mit einem Pferd, dann mit dem Handkarren und am Ende eine Kinderkarre und ein Kind noch an der Hand. Von dem nächsten kleineren Dorf von Ost Richtung West. Und wir fragten uns, wo wollen die eigentlich hin, wo sollen die denn hin? Und da habe ich selbst gesehen, wie man ein Mädchen, eine Frau vom Hof geschickt hat, die mit ihrem Eimer Milch wollte. Und dann sind wir im Hof, bin ich ein paar Höfe weitergelaufen und da habe ich Milch geklaut. Wir Kinder haben uns organisiert. Und Sie haben wir haben das nicht ertragen können. Also ich sage immer nur, fragt die Kinder, die sind noch nicht so verblödet im Kopf oder sind noch nicht so. Das heißt, Sie haben dann den Flüchtlingen. Wir haben Flüchtlingen geholfen und da wurden die Lager geplündert. Wie das Ende kam, hieß jedes Dorf musste ein Vorratslager haben. Wir wussten immer nicht wo. Aber am Ende haben wir gemerkt, wie ein paar Bauern dann loszogen mit dem Handwagen und da sich bereichern wollten. Dann haben wir das auch alles geklaut, verteilt. Von Zigaretten angefangen bis eingekochten. Und dann, das ging also so weiter. Da lernt man Solidarität oder wie man das nennt. Ja. Wir konnten das nicht ertragen, wir haben das einfach gemacht. Weil Sie mit den Menschen mitgefühlt haben? Ja, weil das einfach, das kann nicht sein. Man sagt, das kann nicht sein. Und das, ich habe was aufgeschrieben über diese Zeit und das nenne ich Kinderkriegszeit. Und da habe ich das ist auch im Archiv hier in der Gedenkstätte. Genau, da habe ich das auch zum Teil alles genau beschrieben. Und wenn Sie sich heutige Situation angucken, ja, auf der ganzen Welt, aber vor allem auch in Deutschland. Ja, da sind wir bei Deutsch wieder mal auf dieser Welt. Also erstmal die Konflikte. Mein Vater ist aus Russland wiedergekommen. Das ist, nenne ich, als glücklichen Zustand. Ja. Die Familie wurde wieder zusammengefahren, geführt. Und wir sind mit einem Auto, das uns Milchkannen abholt von den Bauern, mit dem sind wir von dem kleinen Dorf nach in Braunschweig in der Trümmerstadt hier angekommen. Hier war nichts mehr, das Haus gab es nicht mehr. An dem Sie vorher gelebt haben. Die schönen Geschichten, die Sachen, die meine Eltern gerettet hatten oder meine Mutter allein per Handgepäck gerettet hat, die waren noch da ein paar. Und wir hatten jeder als Kind, wurde aus den russischen Gefangenenkriegsbetten eine Kiste gebaut. Im Quadrat. Jeder hatte eine Kiste. Das war der Besitz. Und ein paar Bilder. Das wurde damit auf das Milchauto gestellt. Und dann sind Sie mit dem Sack nach Braunschweig in der Trümmerstadt. Die Braunschweig war eine einzige Trümmerstadt. Diese Stadt hatte einen ganz hohen, es waren 95% ist die von Bombenschäden, weil das war eine, Braunschweig war die größte Fachwerkstadt, zusammenhängende Fachstadt in dem damaligen Deutschland. Und da haben natürlich die Brandbomben, wie verrückt konnten die da wirken. Ne? Die Altstadt war hin. Ja. Und die Kirchen, die alten Kirchen, Braunschweig ist eine Stadt der alten Kirchen, die sahen aus wie Skelette. Standen da so, weil die Dächer alles war eingefallen. Ja, schrecklich. Also dann haben wir in den Trümmern gelebt. Das ist eben so wie heute, wenn ich das sehe, was in Syrien passiert, dann frage ich mich,
So hast du auch gelebt unter Trümmern. Also Sie erinnern sich an Ihre eigene sofort, Kindheit, wenn Sie die Bilder sofort. Am Fernsehen sehen. Und wir haben dann in einer Magnitur, das ist merkwürdigerweise, wo das Museum steht, genau dieses Stück Alt-Braunschweig ist, die Kindkirche war auch eingefallen, das war auch ein Trümmerhaufen, da standen auch noch die Außenmauern. Und da haben wir in einer Wohnung gewohnt. Oben, das war eine Altbauwohnung, die ist stehen geblieben, da wohnten 4,5 Familien drin. In Einer Wohnung. einer Wohnung. In einer Wohnung. Man würde heute sagen, für WGs, ja? Dann kann man da sagen, es waren Familien-WGs. Das heißt, Sie haben da mit Ihrer ganzen Familie in Alle, einem Raum wir alle. Und die Großmutter musste auf dem Dorf bleiben. Konnte nicht mitkommen. Die hatte keine Zuzugsgenehmigung. Ach, man musste eine Genehmigung haben, um wieder zurückzukommen. Genau so war das. Und meinen Vater brauchten sie, den brauchten sie wieder mal. Als Ingenieur. Die brauchten ihn zum Aufbau. Und ja, also das waren auch keine sehr schöne Erinnerung in dieser Trümmerstadt. Das glaube ich. Muss ich mal sagen. Und zu essen gab es auch nicht viel. Und wir stellten uns in eine Schlange, weil man das musste. Mein Bruder war vor mir, nee, ich war vorne und ein paar Menschen weiter, dicke Schlangen vor irgendeinem Bäckerladen. Und dann hat jemand gesagt, die sind aus einer Familie. Da ist mein Bruder erstmal verhauen worden. Zwei aus einer Familie waren. Und das war nicht erlaubt? Das war nicht erlaubt. Okay. Und die Jahre nach dem Krieg, in den Trümmern, haben Sie da vielleicht auch... Ja, also natürlich in dieser Zeit, Kohlenklau, wir hatten einen Menschen, den ich nie von Angesicht zu Angesicht gesehen habe. Der trug schon wieder modern so eine Kappe. Und hat einen Kohlensack und dafür ging mancher alte Teppich weg bei uns. Kartoffeln, Kohle gegen einen Teppich. Das sind ja auch alte, die alten Farben aus dem Orient, keine Chemiefarben. Also da hatten meine Eltern, die hatten sie gerettet. Das heißt, Ihre Eltern haben Teppiche gehandelt mit Ware, gegen, es war die Ware. Gegen es war, Kohle es war und Kartoffeln. Die Währung. Sache gegen Kohle und es gab keine Heizung, muss man sich nicht vorstellen, dass im Winter irgendwo eine Heizung lief. Ne? Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und haben Sie denn auch, weil wir haben jetzt ganz viel Negatives gehört, haben Sie eine schöne Erfahrung, an die Sie sich erinnern? Also irgendeine Erinnerung, wo Sie sagen, ist die schönste Erinnerung aus meiner Kindheit? Ja, die schöne Erinnerung war natürlich, meine ersten Erinnerungen waren natürlich in Braunschweig eingeschult. Die Schleinitzstraße gibt es natürlich noch, aber unser Eckhaus ist eben halt ausgebombt, platt gemacht worden. Und andere Häuser zwischendurch sind die bei mir immer gefallen. Und das waren abenteuerliche Dinge, sich freischaufeln von Eltern, Geschwistern. Und nach dem Krieg, ich war ein sehr sportliches Mädchen, das ist ja auch mein Beruf nachher geworden. Ich war Gymnastiklehrerin und Ganzkörpertrainerin, habe auch so einen Gesundheitsverein mal ein paar Jahre geleitet. Das war toll, da gab es auch noch nicht so viele Möglichkeiten. Es gab vielleicht zwei Sportplätze, die überhaupt heil und benutzbar waren, ja. Aber es gab zwei, drei heile Turnhallen und da ging man dreimal in der Woche hin und machte irgendwas. Das waren für Sie die Highlights? Das waren total schöne Sachen, Gruppen wieder und das Netteste auf dem Dorf war einfach die Gruppenbildung schon auf dem Dorf. Solidarität. Dieses Zusammenhalten und immerhin waren die Jungs um mich herum dann schon 11, 12, 13 und ich vielleicht 9, 10 Jahre alt. Und wenn man da als Mädchen mitgenommen wurde auf Tour, dann war das die absolute Anerkennung. Das glaube ich Ihnen. Also das war, so schlimm es war, die Tiefflieger, wir sind in die Gräben gefallen, aber meine Mutter wusste nie, wo ich war. Wir waren immer irgendwo unterwegs. Irgendwann bin ich natürlich nach Hause gekommen, wenn ich Hunger hatte. Da Natur, Kreatur, Freiheit haben mich für das ganze Leben geprägt bis heute. Und wünsche ich jedem. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob es Erinnerungen gibt aus dem Krieg oder auch danach, die Sie bis heute noch tatsächlich, Ihr Leben bis heute noch beeinflussen? Ja. Also ich glaube jetzt nicht, weil ich in Lissabon geboren wurde, dass ich mich, es stand immer irgendwas vor mir, vor meinen Füßen, denn vielleicht wissen Sie, dass ich
das Refugium, die Flüchtlingshilfe in Braunschweig gegründet habe. Mhm. Und zwar schon vor 31 Jahren. Und vorher bin ich ziemlich alleine in die Kaserne schon gegangen. Können Sie ganz kurz für unsere Zuschauer noch mal eben kurz erklären, was das Refugium hier in Braunschweig also macht? Also das Refugium gibt es immer noch. Und wir waren 7 Menschen, braucht man für eine Vereinsgründung. Und dann haben wir uns zusammengetan. Es war ein Pfarrer, der war in der Pauli-Gemeinde der Pfarrer und ich war ein Mitglied bei Amnesty International. Mhm. Aber das war Theorie. Man kriegt ein Heft, man liest und eines Tages stehen einfach Menschen vor einem direkt. Ja, jetzt stehen die da, abends um 11, winken in der Museumsstraße 2 Männer und ich mache das Fenster auf und dann sagen die, Asyl, wissen nichts. Und dann war mir klar, die wollen die an die alte Wikring-Kaserne. Und dann habe ich die eingepackt in mein Auto und habe die dahin gefahren. Und können Sie mir verraten, in welchem Jahr das ungefähr war? Das kann ich Ihnen genau sagen. Das muss schon der 86 gegründet wurde, 87, noch 2 Jahre vorher. 85 war das schon. Wissen Sie, aus welchem Land diese Asylanten? Diese beiden kamen mit Sicherheit aus Afghanistan. Es gab schon den ersten Afghanistan-Krieg mit Russland. Ja. Zu der Zeit gab es schon Flüchtlinge. Es gab das Problem Khomeini, Iran. Richtig. Kurz darauf gab es den Libanon-Krieg. Mhm. Und also Afrikaner kamen immer, schon damals. Und jedenfalls hat mich dieser Pförtner, wie ich die aus dem Auto geladen habe, angeschrien, ich sollte hier abhauen, was ich hier wollte. Hm. Ja, da habe ich gedacht, das geht nicht, da gehe ich wieder hin. Das lasse ich mir nicht so gefallen. Die haben was hier zu verbergen, ich will das mir mal angucken. Und ich habe 3 Söhne großgezogen, haben sie mich noch gar nicht gefragt. Die waren nämlich aus dem Gröbsten raus und da habe ich gedacht, ja, jetzt bist du dran nochmal. Musste was anderes machen. Nicht nur lesen, sondern jetzt musst du was tun. Mhm. Und dann habe ich ein paar Tage später wieder hin und da waren 2 Schwarzafrikaner draußen, gingen da auf dem Spazierweg da irgendwie Richtung Stadt. Da habe ich gefragt, ob sie mit mir einsteigen würden. Ich würde mit ihnen, die konnten Englisch, mit den anderen konnte ich mich nicht verständigen. Dann haben die gesagt, ja, freundlich. Und dann bin ich mit den beiden Schwarzafrikanern in die Bezirksregierung gefahren. Hier in Braunschweig? Direkt hin. Haben wir Auto hingestellt, sind wir rein. Ja, was wollen Sie hier? Ich sage, ich heiße so und so, ich möchte ein Papier, ein Formular, dass ich diese Kaserne betreten darf. Und das fanden die doof oder haben gesagt, was will die denn? Und da habe ich gesagt, ich sage Ihnen gleich, wir bleiben hier sitzen. Und dann habe ich das mit den jungen Männern gemacht, habe ihnen versucht, das zu erklären. Die haben, ich sage, sie kriegen keinen Nachteil. Wir bleiben jetzt erstmal hier. Wir haben 4 Stunden gewartet und wurden also natürlich entsprechend komisch angeguckt. Und dann kriegte ich ein Papier. Von Stund an durfte ich diese Kaserne besuchen, aufsuchen. Mhm. Und so behaupte ich war eine der ersten Personen von außen, die diese verdammt blöde, grauenvolle, hässliche Asylkaserne angucken konnte. Okay. Und wie war Ihr Eindruck von dieser Kaserne, als Sie da rein? Katastrophal überbelegt schon damals. Es war die Aufnahmestelle für ganz Niedersachsen, zentrale Aufnahmestelle schon immer in Braunschweig. Mhm. Das war die erste. Durchgekrachte Betten, Toiletten, kann ich nicht beschreiben. Kein Bereich, wo eigentlich nur Frauen unterkommen konnten. Sowieso nicht. 12 Betten mindestens in den Großräumen. Also für Frauen gab es dann irgendwann einen Raum, wo sie wohnen konnten. Ich habe 2 junge Iranerinnen bei mir zu Hause untergebracht. Also ich habe immer irgendwas gemacht, wo es nicht weitergeht. Ich habe vor ein paar Tagen einen Anruf gekriegt. Ein damals 16-jähriger Iraner, den habe ich einfach mit nach Hause genommen. Und hat dann bei Ihnen gelebt? Es gab schon minderjährige Flüchtlinge, das ist nichts Neues, Unbegleitete. Dieser junge Mann stand vor der Tür unten und die wollten den gar nicht haben. So einen Jungen war mir völlig klar und er hat mich entdeckt und hat gesagt, ach, hier ist Frau Probst, die kann ihn mitnehmen. Muss man sich mal vorstellen. Und dann habe ich mir das
Ich konnte nicht Farsi oder Persisch. Und hatte, der hatte ein kleines Brotpaket und da war ein Zettel drin, die Unterkunft war Obdachlosenunterkunft Madammenweg. Da sollte nun dieser 16-Jährige hin. Kann ja wohl nicht sein. Ja. Na, dann habe ich ihn mitgenommen. Und dann hat er bei Ihnen gelebt? Der ist in Amerika jetzt und hat vor ein paar Tagen wieder angerufen. Der ist dann weitergewandert. Darf ich fragen, wie lange er bei Ihnen gelebt hat? Ach, der hat nicht nur, der hat, für den habe ich nachher noch ein Zimmer besucht. Da bin ich in die iranische Studentengemeinde gegangen und habe gesagt, hier, hören Sie mal zu, ich brauche jetzt Hilfe. Sie müssen mir jetzt helfen, diesem jungen Mann, das für den noch ein Zimmer. Und wir brauchen, ich brauche einen Übersetzer, aber das Schlimmste muss ich noch erzählen, dass in dieser Kaserne damals, wie ich dann das erste Mal reinkam, umringt von Menschen, umringt, und sie hatten alle einen Zettel in der Hand in deutscher Sprache. In deutscher Sprache. Die keiner verstehen kann. Die keiner verstehen kann. Es waren die Abläufe, die Erklärung zum Asylverfahren. Und da habe ich gedacht, das geht nicht. Hm. Das ist auflaufen lassen durch Nichtinformation. Ganz genau. Ist auch schön. Und dann habe ich angefangen und habe mir von Amnesty International, in Bonn saßen die damals, mehrsprachig Material geben lassen. Und dann hatte ich was, was ich denen in die Hand geben können. Und da habe ich gedacht, das geht nicht mehr allein. Das habe ich anderthalb Jahre so gemacht, zwischen meinem Beruf, ja immerhin. Und dann haben wir eben, kam diese andere Gruppierung dazu, der Pfarrer, bei dem saßen Tamilen, der war auch hilflos. Und dann habe ich gesagt, es gibt nur noch eins, wir gründen einen Verein. Und so ist das Refugium entstanden. Und ich habe 15 Jahre direkt, unmittelbar, ich habe Abschiebehäftlinge besucht, in Wolfenbüttel war Abschiebeknast. Also ich habe das alles erlebt, manchmal hoffnungslos, da konnte ich nicht helfen. Muss ich dann auch versucht zu erklären, dass sie hier kein Asyl kriegen. Das ist natürlich eine bittere Erfahrung, wenn man das erklären muss. Hm. Aber ich habe das versucht, verständlich auch zu erklären, warum, wieso. Dieses komplizierte Asylverfahren verstehen ja viele Deutsche nicht. Ja. Und dass es eben leider keinen Grund hier kriegen. Diese Iraner, den wollten sie auch erst ablehnen, den Jungen. Dann habe ich gesagt, das geht überhaupt nicht. Der Vater saß in Teheran im Gefängnis und die Brüder waren schon abgehauen. Also ganz schlimm. Hm. Ja, der kriegt auch kein Asyl. Ich habe es geschafft, der hat Asyl gekriegt. Also ich konnte immer wieder helfen. Andererseits war auch klar, dass die können hier nicht in diesem Land bleiben. Ist so. Also mit guten und mit schlechten Erfahrungen. Ich würde es trotzdem wieder machen. Und ob ich das jetzt direkt, weil ich eben mich im Kriegskind nenne, es hat sicher dazu beigetragen, dass ich schon als Kind so eine Zusammenballung an Kriegsfolgen und Katastrophen erlebt habe. Ja. Und das Schlimmste nach dem Bombenangriff war sicher der Elendszug, der KZ-Zug von KZ-Häftlingen, der auch gegen Ende des Krieges, heute heißt das Moring, das ist ein Jugendknast immer gewesen in der Nähe von Nordheim, aber das war ein KZ und diese Elendsmenschen haben die durch das Tal geführt, durch mein Dorf. Und Sie haben das miterlebt? Und ich war immer bei einer anderen Familie, die hatten auch viele Kinder, da waren wir immer alle noch ein paar mehr, kam nicht drauf an. Ich sehe diesen Elendszug noch heute. Und davon werde ich auch manchmal noch wach. Durchs Dorf, Kittel an, manche hatten eine Dose mit Bindfäden um und wollten, dass man was reintut. Also es war so schrecklich, diese breiten gestreiften Mäntel. Ich auf mein Dorf, das war außerhalb, da habe ich diesen Zug schon kommen sehen, losgerannt, geklingelt, getobt, Tür aufgerissen und habe meine Mutter und die da angeschrien, ihr müsst sofort mir Essen geben, wir müssen die Leute versuchen zu versorgen. Und da haben sie mich eingesperrt. Ihre Mutter und die? Ja, die Hofbesitzerin. Und das konnte ich nicht verstehen. Ich konnte es nicht einsehen und die wollten mich natürlich schützen. Ja. Ich habe da als Kind hätte ich da einen Terror gemacht. Ne? Und dann hätten sie wahrscheinlich. Ja, weiß ich nicht. Die waren ja bewaffnet. Wollen wir gar nicht drüber nachdenken. Wobei, wenn ich mir das heute nochmal überlege, die sahen selber so schlecht aus, diese Bewaffnung. Die hätte man mit ein paar kräftigen Leuten
denen die Knarre wegnehmen können oder irgendwas, nicht? Aber das muss man sich alles mal vorstellen, in diesem, wo die noch gegessen haben und was die Richtung Osten wollten. Also vom Osten kamen die Flüchtlinge, diese beschädigten Menschen, und von Westen geht noch ein Zug nach Osten mit KZ-Häftlingen. Also das gehört nach diesen, die Bomben, die uns beinahe erschlagen hätten, das ist mit der Schlimmste noch. Sie haben, Sie haben vorhin Ihre Söhne erwähnt. Meine Frage wäre jetzt, haben Ihre Erfahrungen irgendwie auch Einfluss auf Ihre Söhne oder auf Ihre Kinder genommen? Meine Söhne haben keinen Kriegsdienst geleistet. Mein Vater hat 9 männliche Enkel gehabt. Davon haben die 9 Enkel und 7 männliche, und die haben alle keinen Dienst mit der Waffe gemacht. Allein aus den Erzählungen? Weil sie einfach, ja, für mich gehört... Also der Krieg, das haben wir beide schon besprochen oder mal kurz uns erzählt, das heißt für mich, wir sind irgendwie beteiligt durch Waffenexporte, und heute wieder. Es ist wieder so. Es werden Waffen geliefert, ja, also ich verstehe das nicht, wie mein Land Waffen in die Emirate liefert, das ist mir unverständlich, es ist ganz schlimm. Da denkt man an den Jemen, da wird einem ganz schlecht. Und wir haben eine Riesenveranstaltung gemacht, Waffenexporte, Krieg, Flucht. Diese 3 Dinge, die zusammengehören. Hm. Und eigentlich, ja, die Bevölkerung ist immer wieder diesen Dingen ausgeliefert, weil der Widerstand offenbar nicht groß ist oder sich nicht schnell mobilisieren kann. Und ich treffe ja hier nur lauter, wenn man so will, sind viele noch Kriegskinder, die wehren aber ab, die wollen nichts mehr wissen davon. Ja. Kann ich verstehen. Ich bin also kein Flüchtlingskind, aber wie Sie sehen, es reicht, was ich als Kind hier erlebt habe. Absolut. Das ist schon auch eine irre Geschichte, nicht? Also die Flüchtlingskinder, die erzählen wieder andere Sachen. Das ist, aber da gibt es ganz viele Parallelen, Frau Probst. Ganz grauenvolle Geschichten, die mit den Trecks über das Eis sind und wer da erfroren ist, nicht? Hm. Also nochmal, es geht so weiter und hört nicht auf, und mein Vater ist durch diese Ukraine... Natürlich als Soldat durch, ich habe ja erzählt, was er gemacht hat, auf die Insel Krim, und dann ging der Rückzug los, und heute bekriegen sich die Russen mit den Ukrainern wieder. Das kann es nicht sein. Das kann, dann sitze ich und sage, was habt ihr gelernt, Jungs? Null. Gar nichts. Sie haben gerade richtig erwähnt, dass natürlich Waffenexporte Ursache für Krieg und auch Ursache für Flucht ist. Interessen. Auch Interessen stecken natürlich, dahinter. Natürlich. Ja, natürlich. Die stecken ja natürlich hinter den Waffenexporten. Wirtschaftliche Interessen. Mhm. Meine Frage wäre jetzt, haben Sie eine Botschaft für unsere Zuschauer, einen Appell? Was können wir als Gesellschaft jetzt besser machen? Also, ich bin eigentlich ratlos und bin, das war ich mein Leben lang nicht, weil ich dann am Beispiel erzählt habe, gleich was machen. Einfach total, jetzt warte ich nicht oder gehe zu irgendeinem Amt oder Behörde, und warum werden diese Flüchtlinge? Ich habe dann schnell selbst was gemacht. Mhm. Jetzt ist eine Situation da, das hat mit meinem Alter zu tun, dass ich mich richtig ratlos finde. Traurig, ratlos, dieses Kinderelend, wir sind ja bei dem, die sind ja nun noch schlimmer dran, weil sie sich selbst ja gar nicht versorgen können, sind ja gar nicht in der Lage, dass sie sich versorgen können. So, denn es gibt schon so, wie wir, das waren aber dann schon eben 12, 13-Jährige, da wird man ja, ist man ja auch nicht mehr blöd. Hm. Außerdem mussten wir Kinder mehr als mancher Dörfler, der da noch wohnte. Da war dann irgend so ein Opa, dem wir zugehört haben, der hat doch eben BFN, englischen Sender, gehört oder irgendwas unter einer Wolldecke, ne? Das gab es auch auf dem Dorf. Hm. Also wir wussten mehr als die Dörfler, aber von denen waren ja die fitteren Männer auch im Krieg. Ja. Auf dem Hof ist ein 21-jähriger, total netter junger Mann in der Normandie getötet worden. Und der kleine Bürgermeister, wenn der so einen schönen Anzug anhatte, so einen lila Anzug, sehe ich vor mir, wenn der auf einen Hof kam, wussten wir, der bringt eine Todesnachricht.
Das wussten wir, das war seine Aufgabe. Bevor er angefangen hat und er kommt auf unseren Hof und das hätte mein Vater oder dieser junge Mann sein können. Das heißt, jedes Mal, wenn er da stand, hatten Sie Angst, ja. Jetzt ist mein Vater gefallen. Und es kam auf unseren Hof und es war der junge Mann. Schrecklich. Und das ist mir also, das ist das, wo ich nicht mehr raten kann, wo ich, natürlich haben wir die Möglichkeit, anders zu wählen, wir können dies und das machen. Aber an diesen Großmächten, die hier über unser Schicksal verfügen, das ist eigentlich eine grauenvolle Zeit. Denn ich mache nicht so furchtbar viel. Ich bin alt, aber ich habe ja Enkel. Ja. Ja, ich habe ja Kinder, Enkel. Also ich darf da denen meine Sorgen gar nicht so mitteilen. Hm. Nicht hören, was ich ihnen erzähle. Es muss aber erzählt werden. Das Problem ist ja, dass eben zu wenig erzählt wird und dementsprechend aus der Geschichte nicht gelernt werden kann. Und wir wollen jetzt die Möglichkeit bieten, einfach vor allem Kriegskindern die Möglichkeit bieten, ihre Geschichte zu erzählen. Also ich habe, wie meine drei Söhne groß waren, ich glaube, ich war 50, da habe ich mich an den Küchentisch gesetzt und habe angefangen zu schreiben. Und da habe ich das alles aufgeschrieben, das nenne ich Kinderkriegszeit. Und das liegt, wie gesagt, im Archiv hier. Und ist das ein Buch? Oder? Es sind ein paar Seiten, da gibt es große Kartons, richtige große Kartons in der kleinen Schill-Gedenkstätte. Und da konnten sich Menschen äußern. Und ein Text von mir, so sind einer großen Tafel an der Schill-Gedenkstätte entlang, sind lauter Tafeln. Hm. Und mein Text ist schon zweimal, diese Tafeln sind jetzt schon 2 Jahre hintereinander von Nazi-Truppen besprüht worden. Zweimal. Und das ist ein, was einen doch mehr als wütend macht. Das glaube ich. Die sind wieder gereinigt. Und die, ich weiß nicht, ob Sie wissen, ich war mal zweite Bürgermeisterin dieser Stadt. Mhm. Wollte das aber gar nicht, aber ich bin so gedrängelt worden, ich wusste auch gar nicht. Auf einmal kriegte ich einen Anruf, oh, du bist ganz hoch gewählt worden. Ne? Dann sagen sie mal nein. Ne? Dann sagt der eine, das hat was, mach mal. Und der andere Sohn sagt, du kannst das, mach mal. Also war ich nochmal in der Stadtpolitik und in dieser Zeit ist diese Gedenkstätte entstanden. Und da durfte man seine Geschichten. Ich wurde sofort gefragt, haben Sie denn überhaupt was? Hast du was? Ich sage, ja, ich habe mal was aufgeschrieben, meine Kinderkriegszeit. Und dadurch ist das in einem Karton, steht Sigrid Probst drauf, da ist das. Da gehen manchmal Schulklassen hin, das finde ich schön. Hm. Da steht die Firma Bissing, die haben Rüstungsproduktion gemacht, Gewerkschaftstexte, alle möglichen. Und die kann man heute noch einsehen. Die Kartons stehen in dieser Schulgedenkstätte, die kann man sich rausholen. Aber so von Einzelpersonen, so wie meine Geschichte steht da eigentlich, gibt es eigentlich sowas nicht. Schade eigentlich. Das und ich finde das ganz gut, dass da kommen auch manchmal Leute rein und dann sagt der, ja, Klassen, ja, wollt ihr was hören? Dann sagt manche, ach, wenn das ein Mädchen geschrieben hat, können Sie uns mal was vorlesen. Oder wenn das eine Geschichte eines Mädchens ist. Aber das ist, ja, ich freue mich drüber, dass das da drin ist. Sonst ist es, dass mir das jetzt noch mal so um die Ohren fliegt mit den Kriegen, die kein Ende nehmen. Das macht mich traurig. Ob wir Religionskriege führen, das hört keiner gern. Auch das kann nicht sein im 21. Jahrhundert. Können nicht Schiiten, Sunniten bekriegen. Was der Mr. Bush angerichtet hat, hat uns nur das kalte Grauen erwischt, ja. Aber was ist denn jetzt? Das wird ja auch nicht besser. Nee, das ist doch nicht. Was wirklich nochmal der arme Jemen? Was haben die getan? Ja, das ist das Problem. In den letzten 100 Jahren 180 Länder, in denen Kriege oder bewaffnete Konflikte waren. Es ist sehr schwer. Und ich bin ja nur ein Sandkorn. Gut, dann sagt man, das ist ein Krieg ums Öl. Also es geht immer um irgendwelche Interessen. Aber man muss dann auch durchführen, auch nochmal, mein Land, ich konnte es nicht verhindern, ist wieder mit Waffenlieferungen dabei. Das heißt, wenn ich Sie jetzt frage, einen Appell nochmal an unsere Zuschauer.
Was würden Sie sich wünschen? Also ich würde mir wünschen, Sie sind ja jung für mich, überhaupt sich einzubringen. Ich kann das Wort nicht sehr gut ertragen, man kann ja doch nichts machen. Das ist was, was ich schlimm finde. Mhm. Da macht man sich durch das bequem und sagt, ist ferne von mir, man kann ja doch nichts machen. Ich finde, dieses Land hat Erfahrung, wenn man nichts macht, kommt so ein Nazi-Regime auf die Beine. Das kann es nicht sein. Ja, also die Signale waren auch damals da, aber die Bürger waren, die waren, das Einzige, was ich ihnen zugute rechne, dass sie die Medien noch nicht hatten. Sie konnten sich noch nicht so informieren, wie wir das alle tun. Denn es gab, die waren so schlau, die haben nur ein paar Zeitungen zugelassen. Hm. Ja, das war wirklich, wir reden hier über Pressefreiheit. Ich habe mal gesagt, ich wandere auch aus, wenn es hier keine Pressefreiheit mehr gibt. Das ist ja das Allerwichtigste. Aber heute kann sich jeder Mensch informieren. Und wenn man dann gleichgültig aber auch alles hinnimmt und ist jung, das geht nicht gut. Und also sich einzubringen, wenn Sie sowas machen, Hut ab. Also ich finde gerade Ihr und hier, Leben... Es ist doch großartig. Absolut richtig. Frau Köxel, wenn sie was sagt und einfach dann auch nicht nur reden, jetzt machen wir was. Ja, und Ihr Leben ist quasi ein Beispiel dafür, dass einfach jeder etwas machen kann. Und das ist halt wichtig, dass man eben nicht, nur weil man sich jetzt alleine fühlt oder klein fühlt, dass man nichts machen kann, sondern dass... Also Ihr Leben hat gezeigt, dass auch ein einzelner Mensch eine Veränderung bewirken kann. Und sei es die Gründung eines Vereins. Weitestgehend habe ich das wirklich eigentlich auch allein gemacht. Genau, ja? Also es ist doch möglich, Veränderungen zu schaffen. Ja, da gibt es so Kleinigkeiten. Also da waren die Flüchtlinge, das ist ja vor dem Finanzamt, das Finanzamt gibt es ja noch. Mhm. Da lagerten Flüchtlinge draußen, weil auch schon so furchtbar viele kamen. Ja, dann sah das übel aus, die Wiese. Sie sah übel aus. In den 80ern. Und ich denke, oh, meine Mitmenschen, jetzt sagen sie, das sind alles Schweine, die können nicht sauber machen, die kommen und sowas alles. Nur Diskriminierung, ich denke, das wird gefährlich. Dann habe ich eines Tages, bin ich zum Hausmeister, gesagt, geben Sie mir mal Säcke, haben Sie keine Müllsäcke, hatte er. Dann habe ich angefangen, die Wiese sauber zu machen mit Müll. Mhm. Von Müll. Am nächsten Tag liefen Kinder mit mir. Am nächsten Tag kam ich hin, war die Wiese fast sauber. Haben die Eltern, die Väter mitgemacht. Ja, aber wenn man vorher schon sagt, das ist Dreck, die können das nicht, das sind eben solche Leute. Hm. Ja, wenn man also nicht ein Signal Schritt, ne? Schon mal merken, ein Signal ja. Erkennen, das könnte jetzt gefährlich sein. Ja, das ist richtig. Das ist ganz wichtig. Und dann aufklären. Gespräche führen, aufklären. Also... Damit kann man auch ein bisschen was verhindern. Gespräche führen, ist auch ein schönes Stichwort. Gespräche führen, ja. Einfach was machen. Ich hätte ja sagen können, was geht mich der Müll der Flüchtlinge an auf der Wiese? Wie schön. Ja. Aber mit dem Erfolg, dann kommt man hin, 2-3 Tage später machen die das alles selber. Was Besseres gibt es doch dann nicht. Ne? Ja, wunderschön. Unter dem Titel, man kann ja doch nichts machen. Man kann doch. Man kann doch. Man kann nicht die Welt morgen verändern. Das glaube ich auch immer noch nicht. Ja. Dann sehen sie ja jetzt schon besser aus. Ja. Also große Trauer, dass man wieder Kriege führt. Welche Art ist furchtbar? Das Töten oder Sterben auf der Erde ist immer das Gleiche, ob wir Knopfdruckkriege haben, die oben aus ihrem Ding nur noch auf den Knopf drücken. Hm. Es ist immer das gleiche Elend unten. Genau. Das trifft immer, das gleiche Elend unten. Und das trifft immer die Schwachen. Immer nur die Schwachen. Das ist, hätte ich mir so als Kind gewünscht. Die Befehlsgeber vorn an die Front wünscht sich ein Kind. Das ist absolut richtig. Ich bin kein Kind, Mensch. Ich wünsche mir das heute auch noch. Aber das werde ich, wie gesagt, alles nicht mehr erleben. Aber ich kann nur sagen, sehen, wachsam sein. Gucken, auch mal, was weiß ich, abwählen. Wir haben ja nur alle die Chance, alle paar Jahre was zu machen. Aber gar nichts tun ist auch keine Lösung. Gar nichts tun ist nie eine Lösung. Frau Probst, ich bedanke mich vielmals für dieses Gespräch. Nein, Sie haben noch eine kleine Geschichte von dem Stolperstein, was Sie
Oh ja. Soll ich die noch erzählen? Das wird jetzt aber so lang. Da habe ich noch über eine Geschichtsklausur geschrieben. Tatsächlich, ja. Das ist interessant. Okay, dann erzählen Sie erstmal nur. Ja. Also, der Text auf dieser Gedenkstätte, diese Tafeln, lautet, dass ich als kleines Mädchen von der Schule nach Hause komme, vor dem Bombenangriff auf Braunschweig. Mhm. Und es winkt mir immer in der ersten Etage, winkt mich eine Frau ran, hinter der Kette, nimmt meine Hände, drückt mir ein Lackbild oder ein Stoffblümchen, das gibt es heute alles wieder in die Hand, und tätschelt mich, und dann musste ich rauf, wir wohnten im dritten Stock, dies war im ersten Stock, und dann winkte sie immer hinter mir her. Diese Frau hat auf mich gewartet. Davon bin ich fest überzeugt, denn eines Tages wurden zwei Särge rausgetragen. Ich, voller Panik, ich war ja dann wohl sieben, kann man ausrechnen, kurz bevor wir weg mussten, rauf, was ist das, ja, und ja, ich sage, hier sind doch eben zwei Särge rausgetragen worden, was ist hier los? Ja, dann kam schon, ja, wir hatten ja keinen Kontakt. Klar, sie durften, sie trugen den Judenstern, sie durften nicht, sie gingen gar nicht mehr raus. Ich habe das nicht mehr gesehen, dass sie überhaupt einging. Sie haben sich nicht getraut rauszugehen. Es war ein Ehepaar. Also war ein kleines Mädchen, ein Mädchen war der letzte Kontakt zu so einer Frau. Ist doch furchtbar, ne? Schrecklich. So, und dann, warum zwei Särge? Da würde ich jetzt noch was für verwetten. Es waren aber zwei Särge. Und ich habe nicht aufgehört. Ich habe nach dem Krieg mir das erste Buch gekauft. Es gibt das Judaica in Braunschweig, Bruns Vicenzia. Da ist auch die Familie erwähnt. Also, was ist passiert? Der Mann hat sich das Leben genommen. Und die Frau, warum der zweite Sarg? Es sind ja auch Juden aus den Dörfern, wollten noch in der Stadt überleben. Oder haben sie gedacht, da ist es besser. Vielleicht war so einer dabei. Hm. Sie ist am Leben geblieben, das habe ich ja später erfahren, ist abgeholt worden in das Judenhaus. In Braunschweig gab es 4 oder 5 Judenhäuser, das waren die Sammelstellen, wo man sie dann sammelte. Eins, wo meine Frau Ziegelstein, so hieß die Familie, zum Schluss gelebt hat, das hängt auch an einer Tafel, dafür habe ich mitgesorgt, dass da eine Tafel aufgehängt wurde. Und die ist dahin verschleppt worden und die hat sich kurz darauf, entweder war noch Gift da, jedenfalls war sie dann kurz vorm Abtransport nach Auschwitz, hat sie sich auch das Leben genommen. Es gab eine Tochter, die ist nach Amerika ausgereist, da war Geld da, eine 16-, 17-Jährige, die hat überlebt. Und jetzt, nachdem ich keine Ruhe gegeben hatte, haben junge Leute, es müssen immer über Schule, muss es laufen, dieses Thema, die haben das übernommen, meinen Fall, und jetzt ist der Stolperstein gelegt worden. Und ich bin jetzt die Patin zu dieser Frau. Ziegelstein. Das Kind, und diese jungen Leute, die da auf diesem Bild sind, die waren hier und haben mit mir hier Gespräche geführt. Also ich fühle mich so, als wenn sich da so ein Kreis schließt, ja, dass ich da nicht, das war mir so wichtig, diese Begegnung in meiner Kinderzeit. Ja. Mit einem Mann, der dann tot ist, und diese Särge und dieses Händedrücken. Also ein Kind, ich war wahrscheinlich der letzte Außenkontakt. Das ist eine krasse Geschichte. Harter Stoff. Das ist eine krasse Geschichte. Naja, aber ich, deswegen meine Freude über diese jungen Leute, das läuft über Schulen. Und wenn das behandelt wird, es ist wichtig, es kann nicht sein, sowas kann nicht sein, dass die Menschen einfach abgeholt wurden, und es ist ja passiert, aber da muss aufgepasst werden, sowas darf nie wieder sein. Das geht ja gar nicht, ne? Gerade heute schreien aber viele Leute wieder genau danach. Also, das ist nochmal ein anderes Thema. Ich weiß nicht, ob es an Gesprächen, eine Weile hieß es, die Jugend ist überfüttert, sie können es nicht mehr hören. Hm. Ich kenne mehrere KZs, auch mit den Jungs sind wir hingefahren, auch an einem Urlaubsort, war in Österreich ein KZ, ganz schlimm, Nauthausen. Dann muss trotzdem ein Tag Zeit sein, dass man sich das anguckt.
Nun kann das ja nicht jede Familie. Aber in den Schulen ist auch was gemacht. Aber es gibt natürlich Menschen, denen ist es auch vollkommen wurscht. Und das Gleiche ist, ich sage nicht nur, sucht KZs auf, sondern fahrt mal, macht mal Klassenfahrten zu den Gräberhäusern des Ersten Weltkrieges, Franzosen und Frankreich, der Deutsche, die sich da umgebracht haben, steigen den Berg hoch, wie Verdun und diese Schlachtfelder. Jeder Dritte kam überhaupt nur wieder. Die kämpften gegen die anderen auf der anderen Seite. Jeder Dritte hat nur überlebt. Das wussten diese jungen Soldaten. Was ist denn das für ein Verbrechen? Das bedeutet auch Krieg. Ja. Ja, so ein Wahnsinn. Führt mal Klassenfahrten zu diesen Soldatenfeldern, dann muss es doch einem vergehen. Sollte. Es sollte einem dann, macht doch auch mal dahin Fahrten. Dann muss einem klar sein, was ist denn das? Es braucht kein Mensch mehr. Ja. Also ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es mir ein Psychologe, ein Pädagoge gesagt hat, wenn du über 13, 14 bist, bist du anfällig. Früher hieß es der Opa, der hat das gesagt, die Juden mussten weg oder das andere sind Untermenschen. Irgendjemand in der Familie war ein unverbesserlicher Hetzer. Und über 13, wer da anfällig ist, der ein bisschen, was weiß ich, nicht so viel Kontakt hat mit eigenen jungen Leuten, das ist gefährlich. Die landen dann, und wenn man schon älter ist, ist es fast aus. Kriegen sie so eine Ideologie kaum aus dem Kopf raus. Das heißt, im Idealfall früh mit Aufklärung beginnen? Ziemlich früh. Ich wüsste sonst nicht, wie man das machen soll. Ich weiß es auch nicht. Ich bin jetzt alt und auch wirklich ratlos in vielen Dingen. Und dann, wie der Satz schon ein paar Mal erwähnt, nichts gelernt. Ja. Hoffen wir, dass es besser wird. Die Hoffnung muss man immer wieder haben. Wie gesagt, wir haben Kinder, wir haben ich Kinder, Enkel. Ich Vorstellungen, dass die Ähnliches erleben müssen. Schrecklich. Nicht schön. Absolut richtig. Das war insgesamt eine wirklich, wirklich sehr bewegende Geschichte. Also überlebt war damals so nach dem Motto, es gab dann einen Film nach dem Krieg, Hurra, wir leben noch. Das klingt vielleicht makaber, aber ja. Es war ja einfach so. Es war einfach so. Nicht? Also wir hatten da gar keine Heizung in dieser Altbauwohnung. Da saßen wir, wie wir dann wieder in Braunschweig waren, da kriegte jeder eine Wolldecke um. Und dann wurden süße Kartoffeln gekocht, die waren aber schon erfroren. Haben wir süße Kartoffeln gegessen und keine warmen Wohnungen.